Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Encavis. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Wind- und Solarenergiebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2% und die Dividende wurde inzwischen seit 9 Jahren in Folge gesteigert. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 93% und das ist eher schwach, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier 0 Punkte. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 32%. Also hier schaut es momentan deutlich besser aus als beim ersten Kriterium. Und dieser Wert ist sehr gut, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 0,05 auf 0,28 Euro je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Dann zum vierten Kriterium: Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also, während der Finanzkrise gab es noch keine Dividende für die Aktionäre laut meiner Recherche. Und damit vergebe ich hier neutrale Nullpunkte, also weder einen Minuspunkt noch einen Pluspunkt. Dann zum fünften Kriterium: Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr 8,8% angestiegen. Und das ist ein sehr guter Wert, würde ich sagen. Damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium: Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognose entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende je Aktie ansteigen. Und zwar von 0,28 auf 0,31 Euro je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Prognosen. Also hier schaut es ganz gut aus. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und laut den aktuellen Prognosen der Analysten soll der Gewinn ansteigen. Und zwar von 0,2 auf 0,22 Euro je Aktie, also so zumindest die aktuellen Prognosen. Also auch hier schaut es ganz gut aus momentan, zumindest für die Prognose zum Geschäftsjahr 2022. Und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann kommen wir damit zum Gesamtergebnis. Und hier holt Encavis in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Dividendencheck-Ampel landet die Aktie damit knapp noch auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck und hier landet Encavis momentan mit den 5 erreichten Punkten hier auf dem 5. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Webseite abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich im Aktienfinder und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2010 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Ende Januar 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und damit können wir jetzt hier sehen, dass aktuell der Kurs hier oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Und damit scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. Wenn auch nicht stark überbewertet. Momentan würde ich sagen, da hier, wie gesagt, der Abstand nicht sehr groß ist. Momentan. Zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war es dann wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.